So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir am Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stelle ich euch ein extrem heftiges Elektroroller vor. Besser gesagt, Sundra Robo. In dieser Preisklasse und in dieser Klasse 125er findet ihr keinen vergleichbaren Roller wie das hier. Das ist wirklich ein heftiges Ding. Das ist der erste Roller in der 125er Klasse, den ich jemals getestet habe bei mir am Kanal. Deswegen freue ich mich, wie gesagt, das ist ein Elektroroller. Fährt insgesamt 80 km/h und kostet 3.400 € bei elektrofutura.de. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den kriegt ihr nirgendwo günstiger. Klickt auf jeden Fall auf den Link, wenn ihr euch dafür interessiert. Let's go. Wie Sie sehen, sehen Sie ein Metallgitter. Wohin denn? Ihr seht schon, der Robo ist in schön schwarz. Und es gibt Besonderheiten bei diesem Roller, die es bei allen Rollern, die ich getestet habe, noch nie gab. Okay. Ich schiebe ihn raus. Alter, das ist ordentlich hier. Yeah! Pass auf diese scharfen Dinger, Alter. Er wurde aufgespießt. Hey, Digga. Pass aufs Auto auf, Alter. Hey, ja. Schon sieht sehr edel aus und eine besondere Funktion ist tatsächlich hier die Fingerabdrucksensor. Ihr könnt tatsächlich 10 Leuten mit eurem Smartphone mit Fingerabdrucksensor den Zugang zu euren Roller geben. Das heißt, ihr könnt einfach euren Roller sharen oder teilen und das finde ich eine mega Funktion, gerade für das Kleinhaus. Das Problem ist, dass die meisten Leute bei uns nicht 18 sind, das heißt, die dürfen den gar nicht fahren. So, ich habe mich gerade mal informiert, wer überhaupt mit den 125er fahren kann und tatsächlich seit 2020 dürfen tatsächlich 25-Jährigen, die das Autoführerschein seit 5 Jahren haben, dürfen tatsächlich damit fahren, aber guckt gerne nochmal nach. Informiert euch mal lieber selber darum, wer tatsächlich damit fahren kann, aber ich wusste nicht, tatsächlich seit 2020 dürfen Autofahrer, die keinen Motorradführerschein haben, tatsächlich mit der 125er-Klasse fahren. Aber wie gesagt, es gelten Bedingungen, die müsst ihr auf jeden Fall selber mal durchlesen. Aber die wichtigsten sind 25 Jahre alt und 5 Jahre Fahrerlaubnis in der B-Klasse. Ich kann euch jetzt schon mal eine kleine Sache dazu sagen, und zwar hier drin gibt es keine Akkus mehr. Alle anderen Elektroroller hatten die Akkus hier, die sind tatsächlich jetzt hier unten verbaut. Eine Fußleiste, Gott sei Dank, ihr seht ja, das ist ziemlich fett hier unten. Und die sind 2 Stück hier verbaut, die könnt ihr auch rausnehmen und könnt ihr auch laden. Und die Reichweite von dem Ding ist 135 Kilometer, das ist ordentlich. Also damit kann man auf jeden Fall schon Spaß haben. Definitiv, 135 reicht auf jeden Fall bis zur Arbeit und zurück, definitiv. Und das ist einmal der Schlüssel und hier vorne habt ihr einmal einen QR-Code, sowohl für Google Play als auch für Apple Store. Und wenn ihr den scannt, kommt ihr direkt zur App und ihr könnt zum Beispiel den Sitz aufmachen. Und zack, öffnet er sich automatisch mit der App. Das heißt, ihr könnt es komplett einfach nur mit der App benutzen auf eurem Handy. Und ihr seht, das Fach ist tatsächlich sehr, sehr groß. Hier passt tatsächlich einen großen Helm rein. Das konnten wir bei den ganzen anderen Elektroroller, die ich jemals getestet habe, konnten wir das nicht machen. Jetzt habt ihr den Platz, weil die Akkus halt nach unten verschoben sind. Und um diesen Fach aufzumachen, der befindet sich hier drunter. Zeige ich mal ganz kurz, wenn ihr das aufmacht. Ihr müsst einmal den Lenkradschloss einsperren. Zack. Und dann könnt ihr komplett einmal nach links ziehen. Und dann öffnet sich einmal das Fach, wo das Akku sich befindet. Da haben wir den einmal. Es sind insgesamt 2, 1 und der andere ist hier drunter verbaut. Ihr habt hier so eine kleine Lasche, die könnt ihr so hochziehen, hier drauf drücken und dann könnt ihr ziehen. Dann habt ihr den Stecker und dann habt ihr auch den Akku in der Hand. So sieht er aus, das ist ein Akku davon. Den anderen könnt ihr dann vorschieben und auch ebenfalls abmachen. Ihr könnt ihn zu Hause laden. Für die Leute, die gerne Handy aufladen, kein Problem, USB ist am Start. Und das Besondere auch noch bei diesem Roller, der hat tatsächlich einen Rückwärtsgang. Mit diesem R hier, rückwärts. Ich darf noch nicht damit fahren, ich muss noch ein Kennzeichen besorgen und dann... Aber ich will einmal ganz kurz die Rückwärtsfunktion testen. So. Oh, ich bin schon gerade bei rückwärts. Warte mal. So, einmal vorwärts. Oh, okay. Sehr leise. Jetzt einmal rückwärts. Das habe ich noch nie getestet beim Roller. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das ist cool, Alter. Ey, das ist ja voll easy. Also das, man könnte denken, man braucht das bei so einem Roller nicht, ne? Aber das ist schon voll angenehm. Also muss man schon sagen. Wie gesagt, ich darf nicht rausfahren, sonst kriege ich eine Anzeige. Und glaub mir, ich habe Erfahrung damit. Okay, ich besorge ein Kennzeichen und dann sehen wir uns dann hoffentlich auf eine geile Fahrt. Let's go. Woo.
So, Freunde, mittlerweile haben wir jetzt ein paar Wochen später, denn es hat ewig gedauert, bis ich endlich meinen Kennzeichen bekommen hat und das Ding versichert haben konnte. Und wie konnte es anders sein? Natürlich haben wir jetzt Todesscheißwetter, Sturm und natürlich ist es am Regnen. Und ich werde aber trotzdem jetzt eine Runde damit fahren, denn heute ist der letzte Tag, bevor wir den Level-Livestream starten können. Deswegen kommt mal mit. Ich hoffe, das Ding ist geladen. Ich bin damit selber noch nicht wirklich krass gefahren, aber die anderen Jungs schon. Okay, los geht's. So, Freunde, da steht ja nun der Robo S. Und wir fahren zum ersten Mal eine Runde damit. Ich freue mich auf jeden Fall mal. P weg mal. Jawohl, jetzt ist ready. Ihr seht, wir haben 2x50%. Und ja, wir werden mal gucken, wie das so ist, mit dem Ding rumzufahren. Dafür, pop, bitte da aufmachen. Ich komme jetzt. Bin sehr gespannt, Leute, sehr gespannt. Erste Mal rausfahren hier. Wir müssen uns gleich auf jeden Fall noch eine Straße aussuchen, die 100 km erlaubt, damit wir, also eine schöne Landstraße, damit wir hier das Ding auch voll ausfahren können, ohne Ärger zu bekommen. Ich muss wirklich sagen, das Ding hat wirklich Power. Also, man kann sagen, was man will. Ich fahre gerade in der ersten Stufe und das Ding ist einfach brutal. Eine Sache, die mir tatsächlich bei dem nicht gefällt, sind tatsächlich zwei gesonderte Akkus. Das ist schon ein bisschen nervig, denn ihr müsst beide hochtragen und ihr müsst dann beide einzeln laden. Das ist ein bisschen blöd. Das gefällt mir auch persönlich gar nicht so. Es wäre natürlich besser, einen großen Akku, aber dann wäre es natürlich auch mega schwer. Also ich muss sagen, im ersten Gang dauert es ein bisschen, bis er kommt. Ich drücke schon tatsächlich, aber der kommt nicht, wenn man so drückt. Ihr seht, passiert gar nichts. Dauert ein bisschen und dann zieht er an. Könnt ihr gerne mal hier gucken. Ich drücke mal auf die 2. So, okay. Nee, also der hat tatsächlich dieses, ihr müsst wirklich erstmal dran ziehen, damit irgendwas passiert. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, moin. Also ich bin jetzt komplett die Modus durchgegangen. 1, 2 und 3. Und es ist egal, bei welchem Modus hat der quasi so eine Art, ich würde mal sagen, das ist Schutz. Weil die Drehzahl, die kommt nicht sofort. Also die kommt wirklich geschmeidig rein. Das finde ich tatsächlich gut für Leute, die Anfänger sind. Ja? Für Leute, die ein bisschen erfahrener sind, ist es für mich tatsächlich ein bisschen blöd. Ich finde das tatsächlich nicht so geil. Ich mag, wenn das direkt da ist. Bei der Kürburg zum Beispiel ist das Ding sofort da. Wenn ich drauf ziehe, ist die Leistung sofort da. Hier entfaltet sich das langsam. Aber wie gesagt, ich finde das gut für Leute, die noch nie damit gefahren sind mit so einem Roller. Wir haben jetzt hier eine Strecke. Hier können wir tatsächlich 100 fahren. Warte mal, ich lasse mir erst mal das Auto vorbeifahren. Wow, Kühe, wie süß. Hallo, Kühe. Bisher macht sich der Roller ganz gut. Also mir gefällt das tatsächlich. Es macht auf jeden Fall Spaß, bis auf diese kleinen Mankos, die ich finde. Aber wie gesagt, für einen Anfänger ist das nochmal was anderes. Ich muss jetzt hier aufpassen. Ich habe keinen Bock, auf die Fresse zu pflegen. Mit diesen wunderschönen, nassen Straßen hier. Ja, Roller haben kleine Räder. Man kann sehr schnell ausrutschen. Okay, so, wir haben jetzt hier eine Straße. Wir können jetzt hier mal Gas geben. Ich fange erstmal mit der ersten Stufe an und dann gucken wir mal, wie lange er braucht auf 50. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, let's go. Vollgas. 13, 27 und wir sind bei 50 fast. Okay, mehr lässt er nicht zu. So, das war die erste Stufe. Ich muss kurz dazu anmerken, dass die Straße tatsächlich nach oben geht. So, jetzt sind wir in der Stufe 2. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Stufe 2, ich gebe Vollgas. 3, 2, 1, let's go. 20, 30, 40, 50, 60 und Stufe 2 schafft 65 fast. Ja, 64, 65 schafft er das. So. Bremsen. Und bedenken, wir sind nicht mit vollem Akku. Das Ganze geht noch schneller. Aber ich muss schon sagen, das reicht mir schon vollkommen bis hierhin. Also es ist perfekt bisher. Und wie gesagt, wenn ihr einen komplett 2 volle Akkus habt, dann geht das Ganze noch schneller. Okay, Achtung. 3, 2, 1, let's go. Vollgas. 20, 30, 40, 50, 60. Mal gucken, wie lange er braucht bis 80. Wir haben jetzt 70. Schafft er die 80? Wie gesagt, es geht ein bisschen hoch und der Akku ist halt zur Hälfte. Wir sind jetzt bei 74. Na komm, 75. Macht er überhaupt die 80? Das ist die Frage. 76. Okay, schneller schafft er nicht. Dann drehen wir mal um. Also der Roller fühlt sich genauso an wie ein ganz normaler Roller. Der ist natürlich sehr leise. Der macht natürlich keine Geräusche. Auch keine Laufgeräusche. Man hört einfach gar nichts. Man hört nur den Wind. Also vom Anzug her kann ich euch sagen, ist die Kürburg, die ich zu Hause habe, ist schneller auf 50. Damit kann ich auch einen Wheelie ziehen. Wir können es ja gerne mal versuchen, einfach mal kurz aus Spaß einen Wheelie zu ziehen. Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist. Ich will nicht auf die Fresse legen. Oh, obwohl. Ja, ich muss ziehen. Oh, dort, das geht. Also man kann schon. Okay, das geht tatsächlich. Ich bin kein Profi in Wheelie ziehen. Ich lege mich noch auf die Fresse. Und ich will das in den Roller auch nicht kaputt machen.
Also, es funktioniert tatsächlich. Also, wenn ihr es drauf habt, könnt ihr tatsächlich damit in den dritten Gang, ich sag einfach mal dritten Gang, könnt ihr tatsächlich schaffen, hier einen Wheelie zu ziehen mit dem Ding. Das ist krass. Ich glaube, da könnt ihr doch richtig einfach einen Wheelie ziehen. Ah, da sind ja wieder unsere Kühe. Motorradfahrer grüßen ja eben nicht mit dem Roller. Mann, zeig mal, was du drauf hast. Yeah, 80. Ich hab die 80 gesehen. Woo! Okay, ich sollte vielleicht bremsen. Die scheiß kleinen Räder. Und Regen ist kein gutes Zeichen, Freunde. Okay. Woohoo. Digga, Roller machen Spaß. Ja, das Ding ist einfach Bombe. Es macht wirklich Laune, damit zu fahren. Ist halt kein stinkender, lauter Roller. Einfach ein ganz gemütliches Ding. Richtig nice. Also bisher ist es tatsächlich der beste Elektroroller, den ich je gefahren bin. Es macht ultra Spaß. Die ganzen Features, die das Ding hat, ist extrem nice. Der Preis ist natürlich nicht gerade wenig. 3500 Euro ist für so einen Roller nicht gerade wenig. Das ist mir auch schon bewusst. Aber für das Geld bekommt ihr wirklich viel. Und ich, wie gesagt, ihr wollt nicht mit 20 km/h den Berg rumtuckern. Damit passiert das hier auf keinen Fall. So, Freunde, was gibt es noch zu diesem wunderschönen Roller zu sagen? Eigentlich ist schon fast alles gesagt. Voll mit dem Kopf dagegen geknallt. So, was gibt es denn noch Schönes zu diesem Roller zu sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ihr wissen sollt zu diesem Roller. Ich bin wirklich begeistert von dem Ding. Es macht wirklich sehr Spaß, muss ich wirklich zugeben. Ja, Leute, ich würde sagen, das war das Video. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen mit dem Mikrofon vom Helm. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und für diese weitere lustige Videos bei mir auf dem Kanal. Links und rechts, Social Media, auf denen ich vertreten bin. Und direkt, damit ihr mich kostenlos abonnieren, keine weiteren Videos mehr verpasst. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.